Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier nach hier oben expandiert, alles schön ausgebaut und uns auf viele andere vorbereitet. Wir haben hier eine Anomalie, das ist cool zu wissen. Und aktuell ist die Überlegung, wie wir in Zukunft erwandern. Das Lagerraum ist voll schon wieder. Dann bauen wir vielleicht dafür sogar noch ein extra. Weil Beton haben wir eben massenweise eigentlich. Moment. Also dann können wir weiter produzieren, besser als dass wir gar nichts. Da ist schon wieder eine. Hier sind voll viele, das ist Wahnsinn. Vorteil ist natürlich, dadurch können wir relativ flott jetzt fortfahren, alles. Alles abladen. Okay, dann kannst mein Forscherdröhnchen sich darum kümmern, den jetzt zu erforschen. Gut. Es braucht Beton. Beton habe ich jetzt keinen mitgenommen, ne? Dann gibt es von hier unten noch eine Ladung Beton. Zentrum. Strom, Wasser. Ah, Gebäude insgesamt fast 100 Stück. Kuppeln haben wir eine. Durchgänge für Arbeit nutzen. Durchgänge für Service nutzen. Immigrationspolitik. Lege die Immigrationspolitik für diese Kuppel fest. Kolonisten ist es nicht erlaubt, Kuppeln unter Quarantäne zu betreten oder zu verlassen. Ich würde diese. Research complete. Kuppel gerne noch dafür nutzen, beziehungsweise hier das nutzen. Um noch einen kleinen Garten reinzusetzen. Die Frage ist, welcher Garten ist wie groß? Also hier noch einen kleinen Garten hin. Perfekt. Stilllegungsprotokoll wurde erforscht. Das ist genau das, was wir brauchen. Informationskrieg. Kommandant, ein unbekannter Rivale verbreitet Propaganda-Videos in Netzwerken. Die Videos zielen darauf ab, die verschiedenen Klassen von Kolonisten gegeneinander aufzuspielen. Manche zielen auf Fabriken, Extraktorarbeiter ab. So wird beispielsweise behauptet, dass innerhalb der Kolonie ein elitärer eine elitäre Kultur herrschen würde, die Wissenschaftler, Mediziner und dergleichen bevorzugt behandelt. Andere versuchen wiederum Unruhe unter den Medizinern und Wissenschaftlern zu stiften, indem sie behaupten, dass die Fabrikarbeiter und für die unbeliebten Entscheidungen der Führerschaft der Kolonie verantwortlich sein. Bis unsere Firewalls wieder einsatzfähig sind, können wir nur ein paar Kanäle blockieren. Einige werden für kurze Zeit online bleiben, was viele Kolonisten die Möglichkeit gibt, das anzusehen. Wir können es uns nicht leisten, die Arbeiter in der Fabrik und Extraktoren zu verärgern. Die Moral unserer Krankenhausstationen, Labore, medizinisch verlieren für. Das ist eine schwere Frage jetzt gewesen. Ja, sind halt ein paar Dröhnchen kaputt gegangen, ne? Leider alles kaputte Drohnen, wenn man sich das anschaut, ne? Aber was will man machen?
zerstörte Drohne. Noch eine zerstörte Drohne. Noch eine zerstörte Drohne. Ist noch eine. Research complete. Was fehlt hier denn noch? Achso, ja, dafür war ja der da unten ist, ne? Der müsste sich doch mittlerweile beladen haben. Gut. Automatisch speichern. Gut. Erdmaßinitiative wurde erforscht. Als nächstes kommt der Rover-Dowser. Wissenschaftler und Männer erhalten plus 10 Leistungen, wenn sie in ihrem Spezialgebiet tätig sind. Das würde ich auf jeden Fall forschen. Neue Gebäude, Polymerfabrik. Erzeugt Polymer aus Wasser und Treibstoff. Erzeugt Treibstoff aus Wasser. Das ist halt doch eine schwere Sache herauszufinden, was man jetzt wie macht und wann. Den fehlt auch Beton, okay. Da ist er ja schon unterwegs, der kleine Freund. In den Tunnel und dann schießt er später oben raus. Und schon gehen alle wieder ans Werk. So brauchen wir das. Sind die oben auch wieder direkt am Werk? 71 machen wir plus. Ich habe halt die Vermutung, dass wir zu wenig Strom machen. Nicht funktionierendes Gebäude. Wieso? Nein, ich habe Strom angesteckt. Okay. Kein Stromanschluss. Die bringt wahnsinnig viel Wasser ein, rein theoretisch. Ich weiß gar nicht, wie viel Wasser da drin gehalten wird. 10.000. Drehen die Dinger rauf. Weiß gar nicht, wie kostet mich denn so eine blöde Batterie? Zwei Polymer. Habe ich das hier oben? Was hat denn hier alles liegen? 5 Polymer. Würde ich nicht gerne einfach hier sagen, dass wir das da anschließen. Dann braucht das noch ein. Ist das fertig gebaut? Dann haben wir in der Nacht jetzt nicht weniger Stromverbrauch. Und wenn wir uns das anschauen, jetzt hält stundenlang, das ist perfekt. Ich würde gerne ausladen, meine Freunde. So. Ich glaube, du kannst doch mal wieder nach dem Ressourcen sammeln gehen. Dann haben wir wieder was. Eine Laborrede für den Alltagshelden. Ah, schon wieder einer der Kolonisten gestorben. Das wird jetzt zur Routine, glaube ich, bald. Oh, auch großes Eisenstück noch hier. Na, so wird schaut ganz in Ordnung aus. Was ich gerne von der von unserem Bodenpersonal hätte, wären Fertigbauten zur Drohnenhubs. Kann mir genau einleisten. Supi. Und ein bisschen Aussicht mitnehmen kann ich mir auch nicht leisten. Ich kann mir gar nichts leisten wahrscheinlich. Eine Drohne. Okay, dann starten wir das Ding.
Wir brauchen eh wieder Raketen am Boden eigentlich auch. Das bringt Ressourcen zurück, das bringt auch Ressourcen zurück. Das kostet... Ergebnis 400, das ist natürlich schon irgendwie geil. Der Meteorologen geht über einen zufälligen Ort nieder und könnte die Kolonie gefährden. Löse einen Meteorologen aus, der einige wertvolle Ressourcen enthält, okay. Forschungsfortschritte, neue Technologien, das wäre so eine Sache, die ich dringend bräuchte. Ich denke, wir bauen mal schnell erstmal unseren Landebahnhof hier. Wo die ganzen Raketen fürs Erste runterkommen sollen. So. Wenn ich mich eh kann, ich rein theoretisch das jetzt abreißen. Yes. Dann könnte ich jetzt, wenn wir unter Kuppeln gehen, von hier aus in andere Kuppeln gehen. Du hast eine Maximalreichweite. So weit müsste es gehen. Dann kann ich ja. Ich wollte hier diese große Kuppel platzieren, rein theoretisch. Oder ich mache hier nur so eine Mikrokuppel hin. Machen wir das mal. Ich würde gerne meine Frachtraketen zu Boden holen, die ich besitze. Drohnen sind überlastet. Vorteil ist, ich kann rein theoretisch hier jetzt einen Drum bauen, ohne dass ich was brauche vor Ort. Weil ich habe ja meine mobilen Drohnen habe. Das habe ich total vergessen, ehrlich gesagt. So, die anderen Raketen kommen jetzt dann auch runter. Sektor scanned. Wir machen hier direkt mal einen Stromkabelanschluss hin. Beziehungsweise so. Und das auch mit der Wasserversorgung. Funktionierendes Gebäude. Wieso funktioniert das nicht? Habe ich nicht die ganzen Maschinenbauteile zufällig nach hier oben marschieren lassen? Was ist denn das wieder? Nimmst du mal bitte hier die Maschinenbauteile mit, die du mitgenommen hast? Die bräuchten wir jetzt unten. Bitte dann nicht mehr für. So, wir sitzen jetzt alle mal auf Standby, die wir hier haben. Und dann schauen wir mal auf die Raumkarte. Nein, warte mal, wo ist das jetzt? Genau hier. Neue Technologien. Expedition aussenden. Dragon ist bereit.
Und dann bauen wir da so einen Weg rüber mit einem Wohnbereich und dann können wir rein theoretisch ja auch hier einen Metallextraktor bauen. So, dann dahin. Anomaly analyzed. There's more to the barren environs. Die sind auf der Forschungsanzeige erschienen. Schwere Medizin, Low G Technik, Stirling Generator, Low G Antrieb, Produktions. Okay. Schwerelose Medizin. Aber ich brauche was anderes, Leute. Neukuppelmittel. Trigon. Lass ich erstmal gucken. Ich glaube, ich habe noch Forschung, die ich noch nicht erforscht habe. Hallo, man ließ scannen. So, ich will jetzt aber weiter hier draußen gucken. Das Forschung vorstellt. Expedition aussenden. Die sind beide noch am Tanken, was? Die werden echt beide noch betankt. Resources are low. Das war mir irgendwie klar. Du stehst da oben, hast das jetzt mitgenommen. Jetzt schau. Na, ah, schon wieder der falsche Button. Das bringt Ressourcen, das bringt. Bereit. Schicken. Rein theoretisch müsste ich ja eigentlich hier so noch einen Drohnenhub hinschicken, der sich nur darum kümmert, dass ausgeladen wird und alles. Aber aktuell wäre halt eher hier einer praktisch. Der sich dann um hier eine Kuppel kümmert und alles. Handel beginnen. Wir schicken 50 im Ausstand für 96 Millionen. Ich glaube, das haben wir zur Verfügung. Ja, aktuell haben wir noch nichts. Aber wir sind auch nicht so hoch auf den Ressourcen jetzt gerade. So, tun wir hier aus. Neue Technologie erforscht werden kann. Was ist das? Drohnenhub. Neues Gebäude Drohnenhub. Steuert Drohnen und weist ihnen Aufgaben zu. Wir können die Hubs, die unsere Arbeitskräfte verschwerchen, selbst bauen. Das ist nicht unessentiell vielleicht. Und sollte so an erste Stelle gestellt werden. Jetzt das erste. Wenn wir Drohnenhubs bauen können, sind wir schon mal gut dran. So, jetzt gleich weiter hier nach den Metallen gucken, die hier noch rumliegen. Die es vom Himmel wieder geregnet hat. Research complete. Anomaly analyzed. Forschung abgeschlossen. Rover Dozer. Was ist das jetzt? Neues Gebäude. Treibhaus, Gas, Fabrik, Reibstoff, um Temperatur des Marses zu erhöhen. Okay. Drohnen arbeiten beim Landschaftsprojekt schon. Marsianische Anpassungsfähigkeit. Wollte ich nicht eigentlich Handel betreiben mit einem meiner Nachbarn? Wer war denn das jetzt? Was? Die Sonnenblanden-Dings da? Und dann Handel beginnen. Tanke, tanke, tanke. Die beiden tun noch tanken. Warum tun die beiden noch tanken? Die haben voll viel. Lagerbestand niedrig. Gefunden eine Anomalie. Ja, da kommen wir nicht hin. Maschine Rover-Typen. Arbeiten viel schneller, Kosten. Ich wollte eigentlich was anderes machen, aber okay, ich weiß nicht, wie der da drauf kommt.
Kann er das? Nee. Hätte mich auch schon irgendwie gewundert. Kümmern die sich erst darum. Leute, wir brauchen erstmal das hier fertig. Dann gucken wir jetzt wieder auf die Karte. Und schicken hier eine Expedition aus. Du bist bereit, schicken wir. Dann schicken wir die nächste aus. Durchbruch, Expedition aussenden. Let's go. So, jetzt ist auch die hier fertig. Und dann können wir Kolonie hier sagen, ich will einen Durchgang von hier. Oh. Ach, schau, das geht. Research complete. Okay, ist ja irgendwie ein bisschen doof, wenn ich das so mache. Anomaly analyzed. Breakthrough discovered. So, dann setzen wir noch hier. Durchbruch neurale Empathie. Systematische Ausbildung. Wir haben schon viel erforscht. Haben wir das jetzt mit den Drohnen auch schon erforscht? Ja, lol. What? Marsianische Bildung. Schaltet seltene Eigenschaft Empathie frei. Empathie erhöht die Moral aller Kolonisten. Okay, was erforsche ich jetzt? Ich würde hier reingehen erstmal. Drohnenhubs werden zusätzlich gebaut, okay. Drohnendruck, neues Gebäude, Drohnenfabrik. Stellt aus elektronischen Geräten Drohnenfertigbau her, mit denen in den Drohnenhubs neue Drohnen gebaut werden können. Ich glaube, damit würde ich doch... Das tun wir doch mal machen. Wie viel kostet mir das? 32 Beton. Das sollten wir. So viel Beton sollten wir haben. Drohnen sind überlastet. Ja, wir arbeiten dran. Wir müssen dann hier auch noch überlegen, was wir alles reinsetzen wollen. Ich würde hier noch ein bisschen Wohnungen und alles reinmachen. In die Mitte würde ich aber wiederum, ehrlich gesagt, Freiluft-Fitnessraum. Was sagt das, machen wir jetzt hier? Das ist so Freiluft-Fitnessraum haben wir jetzt hier. Deiner, das passt perfekt hier in die Mitte rein. Ein paar größere Apartments gibt es hier jetzt auch auf der Seite noch. Nee, warte mal, das geht nicht, das können wir nicht machen. Nee, das geht nicht, nee, das geht nicht, nee, das geht nicht. Warte mal. Weil sonst der Platz ausgeht. Wir tun eine kleine Weltraumbar hinsetzen. So, und dann setzen wir hier noch ein bisschen Grünzeug rein. Zur Weltraumbar gehen. Und ganz hinten tun wir so ein... Der Teich ist größer, schade. Jetzt wollen wir noch so ein Waldstück hinsetzen. Ihr wollt wieder landen, okay. Ihr kriegt die Landeerlaubnis. Erlaubnis, genau. Ja, die Ressourcen sind die ganze Zeit schon low. Der Durchgang ist auch ready.
bräuchte ich nur noch darüber eine Überfahrt für die Zukunft direkt schon mal. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.